Die iranischen Revolutionsgarden drohen mit einem harten Durchgreifen gegen die Protestbewegung. Sicherheitskräfte dürften keine Gnade zeigen für sogenannte Randalierer, Schläger und Terroristen, zitierte die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim, die Eliteeinheit der Streitkräfte. Unterdessen bleiben im Iran derzeit offenbar viele Geschäfte geschlossen. Aktivistinnen und Aktivisten hatten zu landesweiten Protesten und Streiks aufgerufen. Sie sollen von Montag bis Mittwoch dauern und das islamische System wirtschaftlich treffen. Die Menschen sind aufgerufen, an diesen drei Tagen Einkäufe zu vermeiden, um so jegliche Geldzirkulation im iranischen Bankensystem zu verhindern. Für Diskussionen sorgt außerdem die angebliche Ankündigung, die umstrittene Sittenpolizei aufzulösen. Regimekritiker sprechen von einem Ablenkungsmanöver. Und wir sortieren die Lage im Iran. Die wegen ausbleibender Reisegenehmigung, die Korrespondentin Katharina Willinger gerade von Istanbul aus beobachtet. Die nebulöse Aussage des iranischen Generalstaatsanwalts über die Auflösung der Sittenpolizei sorgt für Verwirrung. Was ist denn nun dran an dieser vermeintlichen Auflösung? Ja, wenn man die Iranerinnen und Iraner fragt, dann ist da nicht viel dran, denn sie haben es angesprochen, das ist eine Äußerung eines Staatsanwaltes, der das auf eine Frage eines Journalisten hin gesagt hatte, dass die Sittenpolizei ja nicht zur Judikative gehöre und geschlossen worden sei von der Institution, die sie denn auch gegründet hatte. Das Innenministerium ist diese Institution, zu der gehört die Sittenpolizei und von dem gab es überhaupt keine Erklärung dazu, keine Bestätigung, keinerlei Äußerungen. Man geht davon aus, dass das Ganze eben ein Ablenkungsmanöver ist. Und viele Iranerinnen und Iraner sagen eben, selbst wenn die Gasht-e-Erschad, so heißt die Sittenpolizei auf Farsi, geschlossen werden würde oder werden wird irgendwann, das würde ja gar nichts daran ändern, dass die islamischen Regeln weiterhin auch so gelten und dass man die auch weiterhin, das war ja auch die Aussage des Staatsanwaltes, mit aller Härte durchsetzen wird. Jetzt geht es ja vielen ohnehin viel mehr um die Aufhebung des vor über 40 Jahren verhängten Kopftuchzwangs. Ist ein Ende dieses Kopftuchzwangs in Iran irgendwie in Sicht? Nun, es geht unter anderem um den Kopftuchzwang. Das war ja eine der ersten Forderungen. Das ist zum einen nicht in Sicht. Denn das Kopftuch, das ist die Identität der Islamischen Republik und auf diese Gesetze stützt sich auch der Machterhalt der islamischen Führung. Aber es geht eben schon relativ lange nicht mehr nur um den Kopftuchzwang, sondern es geht eben um die Systemfrage. Also die Menschen, die jetzt im Iran auf der Straße sind, die fordern eigentlich fast seit Ausbruch der Proteste eins, nämlich das Ende der Islamischen Republik. Und soweit ich das beurteilen kann und das, was unsere Kontakte auch immer wieder von vor Ort berichten, sieht es nicht so aus, als würden die Demonstranten von dieser Forderung abrücken. Ja, jetzt bekommen die Proteste ja auch noch mal eine andere Dimension. Proteste und Streiks im Land sollen jetzt bis Mittwoch, wir haben es gehört, das islamische System wirtschaftlich treffen. Wie äußern sich diese Proteste denn gerade konkret? Ja, es wurde zu einem dreitägigen Generalstreik aufgerufen von Aktivisten und zwar landesweit. Das haben wir auch schon erlebt vor einigen Wochen und da haben sich tatsächlich sehr, sehr viele Händler damals angeschlossen und das beobachten wir gerade am heutigen Tag 1 dieses Generalstreiks auch wieder. Beispielsweise die Hauptstadt Teheran, da berichten unsere Kontakte heute, dass etwa 50 bis 60%, in manchen Stadtteilen auch mehr, der Geschäfte tatsächlich geschlossen blieben, vor allen Dingen in der Bazar-Gegend. Das ist Ausdruck der Solidarität. Und in den Innenstädten war auch sehr, sehr viel Sicherheitskräfte, sehr viel Einsatzkräfte, Basij-Milizen zu beobachten. Das gilt natürlich auch als Drohung für viele Händler und für viele Menschen, heute nicht auf die Straße zu kommen. Das konnten wir in den letzten Wochen immer wieder beobachten. Und das gleiche Bild, das zeigt sich auch in anderen iranischen Städten, aber auch in vielen kurdischen Gebieten blieben ganze Städte komplett geschlossen. Die kurdische Menschenrechtsorganisation Hengar, die berichtete, dass 19 kurdische Städte sich im Generalstreik befinden und es ist davon auszugehen, dass das in den nächsten beiden Tagen auch weiter so laufen wird. Ganz wichtig, das muss ich noch hinzufügen, ist, damit das Regime auch wirtschaftlich getroffen wird, und das ist das Ziel der Aktivisten, dafür müssten sich auch Firmen aus dem Öl- und aus dem Gassektor anschließen. Es gibt schon einige Unternehmen, die tatsächlich sich im Streik befinden. Es bleibt abzuwarten, ob das dann am Dienstag und am Mittwoch auch noch der Fall sein wird. Jetzt dauern die systemkritischen Aufstände im Iran, Sie haben es ja auch gesagt, schon seit über 2 Monaten an. Die iranischen Revolutionsgarden drohen mit einem harten Durchgreifen. Und viele befürchten mit zunehmender Dauer der Proteste auch zunehmende Gewalt des Regimes gegen die Protestierenden. Sie auch?
Ja, das befürchte ich natürlich auch, denn das wäre ja nicht überraschend, wenn wir uns die Zahlen ansehen, die Menschenrechtsorganisationen ja regelmäßig veröffentlichen, dann sind wir jetzt beim über 450 toten Demonstranten. Darunter sollen mindestens 60 Kinder und Jugendliche sein. Wir hören immer wieder von Augenzeugen, aber auch von Menschenrechtsorganisationen, die die Gewalt des Sicherheitsapparats des Regimes dokumentieren, wie brutal diese Einsatzkräfte tatsächlich gegen die Menschen, gegen unbewaffnete Demonstranten, das muss man betonen, vorgehen. Wir hören von scharfer Munition, wir hören aber auch von einem systematischen Einsatz von sogenannten Metallpellets. Das dient dazu, die zersplittern auf dem Weg und wenn sie dann in den Körper eindringen, dann verursachen sie sehr, sehr schwere Verletzungen, die auch zum Tod führen können. Da liegen Menschenrechtsorganisationen viele Bilder vor, auch uns. Und es ist nicht davon auszugehen, dass der Sicherheitsapparat, dass das Regime da irgendwie gemäßigter vorgehen wird in den nächsten Tagen und Wochen. Denn nur mit Gewalt, so scheint es, kann man tatsächlich die Menschen auf der Straße überhaupt noch im Schach halten. Ja, hinzu kommt ja dazu passend, dass die iranischen Behörden jetzt die baldige Umsetzung bereits verhängter Urteile gegen Demonstranten angekündigt haben. Dazu könnten auch Todesstrafen zählen. Könnte denn all das die Proteste in die Knie zwingen oder ist die Protestdynamik davon jetzt auch nicht mehr zu bremsen? Ja, die Dynamik ist tatsächlich sehr groß. Es gibt ja eben mehrere ausgesprochene Urteile bereits, Todesstrafen. Es gibt einen aktuell laufenden Prozess, da sollen auch 3 Minderjährige involviert sein, denen die Todesstrafe drohen könnte. Das allein wäre ein Verstoß der UN-Kinderschutzkonvention, die der Iran übrigens auch mit unterzeichnet hat. Wir hören immer wieder von Menschen, die auf der Straße sind und von Leuten, die sympathisieren. Nicht jeder kann auf die Straße gehen. Dass diesmal die Menschen nicht abschreckt, dass man diesmal eben nicht mehr nach Hause geht, dass man diesmal nicht dazu bereit ist, wieder klein beizugeben. Also diese Mauer der Angst, die scheint tatsächlich bei vielen eingestürzt zu sein. Und so beobachten wir eigentlich, dass diese Proteste jetzt in die 12. Woche gehen und dass da kein Ende in Sicht ist. Das Innenministerium wiederum hat jetzt auch angekündigt, dass es die Wurzeln der Proteste und die Vorgänge der vergangenen Monate in einem Ausschuss untersuchen wolle, allerdings ohne Demonstrierende oder Systemkritiker zu beteiligen. Was kann dabei überhaupt herauskommen, wenn jegliche Opposition und Protestler ausgeschlossen werden? Naja, was kann bei einem Ausschuss herauskommen, der vom Narrativ her ohnehin sagt, das Ganze sei vom Ausland gesteuert? Und die Menschen auf der Straße seien Unruhestifter und seien Kriminelle. Das ist das Narrativ des Regimes. Das wird tagtäglich in den Staatsmedien auch gepredigt. Also man nimmt die Forderungen der Menschen ja gar nicht ernst. Beziehungsweise selbst wenn man sie ernst nimmt, man denkt gar nicht daran, sie umzusetzen. Denn das würde ja eben das Ende der Islamischen Republik bedeuten. Natürlich hat die Führung kein Interesse daran, dass es da irgendeine Aufklärung gibt. Wenn man mit den Menschen spricht, die auf der Straße sind, dann sagen die, das Regime ist so unter Druck, dass es natürlich alle möglichen Strategien oder Zugeständnisse jetzt sozusagen auf den Markt wirft und dazu zählen dann eben auch solche Kommissionen, aber die nimmt keiner ernst, denn sie würden ja eben die Menschen in ihren Forderungen auch überhaupt nicht voranbringen. Katharina, abschließend und zusammenfassend noch einmal die Frage, wie haben all die Dinge, die in den letzten 2,5 Monaten im Land passiert sind, den Iran verändert? Tatsächlich sagen viele Iraner, der Iran von heute ist nicht mehr der Iran von vor 3 Monaten. Also ich erinnere mich an die Aussage einer Aktivistin, die zu mir sagte, das, was Jina Mahsa Aminis Tod bewegt hat, das hätte keine Frauenrechtsbewegung, Menschenrechtsbewegung der letzten Jahre oder der kommenden Jahre überhaupt hervorbringen können. Und wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, bei diesen Protesten scheint vieles anders zu sein. Es ist eine neue Dimension erreicht. Die Angst, die Mauer der Angst ist gefallen. Und das könnte natürlich, vielleicht nicht in den kommenden Wochen oder Monaten, der Anfang vom Ende für die Islamische Republik sein. Sagt die Korrespondentin Katharina Willinger. Vielen Dank für all Ihre Informationen, Einblicke und Einschätzung. Sehr gerne.